werden die Zukunft bleiben. 2 Stunden Eis. Mach hin, wir müssen zur Beerdigung. Jo, komm kurz rein. Ich brauche noch einen Moment. Und, was hast du so in den letzten Tagen gemacht? Ich bin mit Annas Mama die letzten Details für die Beerdigung durchgegangen. Das war eine Menge Schriftkram. Ich habe gestern eine Sendung gesehen, in der haben sie gesagt, dass alle Zufälle und das Schicksal von irgendwas bestimmt werden. Das heißt, wenn sich zwei Menschen treffen, die sich vorher noch nie gesehen haben, sich aber trotzdem sympathisch sind, dann kann das Zufall, aber auch Schicksal sein. Was ist, wenn einer beiden stirbt? Ist dann auch irgendeine Art von Zufall oder Schicksal? Mensch, Fabi. So habe ich das doch nicht gemeint. Ich meine das mehr wie eine Art Wegweiser. Wie ein TomTom fürs Leben. Max? 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 Gewusst. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Es war mir bewusst, dass Sie eines Tages hier erscheinen werden. Tja, aber was nun? Sie können hier... Einen kleinen Moment bitte. Einen kleinen Moment. So, das hätten wir.
Und nun zu Ihnen, Max. Übrigens, mein Name ist Albert Tenstone. Max, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ich meine damit, Sie können, Sie dürfen hier nicht sein. Albert, warte. Anna, bitte. Du weißt, dass das gegen die Regeln ist. Bitte geh und lass mich mit ihm allein. Lass mich kurz mit ihm reden. Anna! Nur einen Moment, bitte. Na gut. Anna, aber ich muss ihn wieder zurückschicken. Du weißt, dass das gegen die Regeln ist. Ja, das hast du bereits erwähnt. Anna? Bist du am Leben? Nein, ich lebe nicht mehr. Aber... Max, wie soll ich dir das hier alles erklären? Also, was Anna versucht, Ihnen zu erklären, ist Folgendes. Max, von hier aus werden alle Zufälle geregelt. Der Zufall ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Und wir schaffen hier die nötigen Notwendigkeiten nach dem Prinzip der Relativitätstheorie. Genau. Komm, ich zeig dir was. Auf diesen Kontrollmonitoren können wir überprüfen, ob wir unsere Arbeit auch richtig gemacht haben. Tja, es ist nicht immer leicht, zwei Menschen durch einen Zufall zusammenzuführen. Aber in diesem Fall hat es Anna geschafft. Oh, Entschuldigung, kleinen Moment. Max, alles, was da draußen geschieht, hat einen Grund. Willst du damit sagen, dass dein Tod einen tieferen Sinn hat? Nein. Über Leben und Tod können wir nicht bestimmen. Wir führen Menschen zusammen, die zusammengehören. Wir sorgen dafür, dass Dinge zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschehen. Ja, ab und zu kommt es auch mal vor, dass Menschen zusammenfinden, die überhaupt nicht zusammenpassen. Oder dass jemandem das Glück widerfährt, was eigentlich für einen anderen gedacht war. Wir waren ja schließlich auch nur Menschen. Anna, ich möchte hier bleiben. Ich möchte bei dir sein. Nein, Max, das geht nicht. Du musst zurück. Deine Familie wartet auf dich. Die brauchen dich. Anna, es wird Zeit. Tut mir leid. Wir müssen ihn wieder zurückschicken. Gut, dann noch ein Wort für Ihr Verständnis. Dies hier ist nur ein Standort, wo wir die Dinge geschehen lassen, die der Mensch später als Zufall empfindet. Solche Standorte sind auf der ganzen Welt verteilt. Schauen Sie sich diese Uhr an. Wir arbeiten und leben hier in einem ganz anderen Raum-Zeit-Kontinuum. Bei uns zählen nicht Jahre, Monate, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, Was? Nein. Albert, es wird Zeit. Max, du musst jetzt gehen. Denk an mich. Wir werden uns wiedersehen. Ach, und liebe Grüße an den Dicken. Adieu, Max. Adieu. Liebe Grüße an den Ding. Adieu, Max. Adieu. Max! 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 Beeilig, wir müssen los. Jo, komm kurz rein. Ich koch mir schnell noch einen Kaffee, ja? Jo.
Und was hast du so in den letzten Tagen gemacht? Ja, nicht so viel. Ich bin mit Annas Mama die letzten Details für die Beerdigung durchgegangen. Und sonst? Im Fernsehen lief eine Dokumentation, die behauptete, dass das Leben von Zufall und Schicksal bestimmt wird. Glaubst du an Zufall, Fabi? Ist doch alles Humbug. Das Leben ist von kleinen Zufällen gefüllt, die, wenn wir sie beachten, es uns ein wenig erleichtern.